Das wird ein teuflisches Vergnügen. Versprochen. Ich weiß das zu schätzen, Schätzchen. Uah. Wie sagt Schätzchen zu mir? Diskrete königliche Spende. Ja. Ah ja. Fehlt mir dafür. Okay. Ich muss gerade das überladen, das geht nicht. Eine Patrouille. Wie die fährt. Muss mich hier an der vorbeischleichen können. Ernsthaft, Patrouille. Also sich an die... Oh, was kommt mir da entgegen? Das ist eins von ihren kleinen Schiffchen. Immer dieser Nervenkitzel, wenn alles glatt geht. Ich würde jetzt gerne wissen, was ich da gerade für eine Spende überreicht habe, aber egal. Also wieder nach Hause. Na gut, in der Zeit kann ich hier bauen. Ich sitze auf glühenden Kohlen. Du hältst dein Versprechen. Hydraulischer Torpedo. Ja, den setze ich erstmal in meinem ein. Das sind Items, die man auf Schiffen verwenden kann. Wie man aber da sieht, wird nach Gebrauch halt zerstört. Mach das lieber so. So, das Ding brauche ich wieder. Auf die alte Dame ist Verlass. Mhm. Segel setzen!
Haltet sie auf Kurs! Leinen los! Was haben Sie da im Schlepptau? Dieses Zeichen ist also eine Morddrohung? Aber Ihre Majestät erhielt dasselbe. Auf einem schmucklosen Umschlag mit einem Stempel aus den Kolonien. Wir wissen immer noch nicht genau, wie Ihr Vater in all das verwickelt war. Doch ich fürchte, die Antwort liegt irgendwo im Westen. Ihr Vater verkaufte Prosperity an die Anführerin der Rebellen, Isabel Sarmento. Sarmentos letzter Aufenthaltsort ist alles, was wir kennen. Wir müssen die Expeditionsroute sehr sorgfältig planen. So. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Jo. Da haben wir schon zwei Expeditionen. Toll. Einmal unser Flaggschiff rüberholen, bitte. Neue Befehle, Admiral. Ja, sobald ich hier weniger miese mache, geht's ab in die neue Welt. Sie erschaffen ein Monster. Ich erschaffe dich gleich als Monster. Nervs. Nochmal drüber schauen? Ja, gleich. So. Die wird jetzt hier hingebaut. Was haben wir denn? Schlecht, schlecht. Warum schlecht? Das und das hebt sich auf. Das ist doof. Das Handwerkertreffen ein. Oh, toll. Bankrotterklärung. Miesen und es ist nur eine Frage der Zeit bis... Hopfnungslos. Ja, Hopfen haben wir nicht. Das ist richtig. So, das... Ich schweige wie ein Grab. Ja, will ich dir auch hoffen. Einfluss, Schriftsteller. Hey, das letzte Mal habe ich... Naja, was anderes gekriegt. Sie haben an Einfluss gewonnen. Wir werden beobachtet. So, wie viel Lebensvorkommen habe ich noch mal auf dieser Insel? Drei. Und zapfen wir jetzt gleich das dritte einfach an. Auch mehr Leben. Da. Komme ich denn da am besten rüber? Schön. Toll. Obwohl, sind es wirklich die Lehmvorkommen oder eher
Stagniert irgendwann. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ich sehe es. Ein falsches. Da Feuerwehr. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Die Hölle sendet uns flammende Grüße. Boah, spricht der geschwollen. Mein Vieh! Nee, gerade nicht mehr. Es brennt, leider. Gut, dann sehe ich mal nach den Kleinen. Neulich kam einer von den Handwerkern her, um Luft zu schnappen. Wann machen wir weiter? Heute ist nicht mehr viel zu tun. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Mhm. Wir kümmern uns hier um alles. Ach, ich hätte es einfach so lassen sollen. Tudum. 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 Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja klar, die Brennereien waren ja gerade außer Gefecht gesetzt. Kartoffelproduktion sieht wie immer gut aus. Dadurch, dass ich keinen Hopfen halt bauen kann, bauen kann,
Mach ich halt weiter hier mit Kartoffeln brennen. Naps. Naps. Halt, stopp, da habe ich doch eine. Wie man sieht, die qualmt auch schwarz, darum ist die hier oben. Alle Fabriken, die schwarz qualmen. Läuft das Fließband schneller als sonst? Die verpacke ich nach hier oben. Als mir einmal jemand sagte, ihm gefalle meine Arbeit nicht, warf ich mich vor lauter Enttäuschung in ein Brennnesselfeld. Was will er jetzt mit seiner Aussage bewirken? Wenn er sich in ein Brennnesselfeld schmeißen muss, dann muss er es halt machen. Egal. Was eigentlich? Eisen. Na, bleib zurück, die Rohre müssen gespült werden. Hey. Schade, ich dachte eigentlich, jetzt geht hier das eine Stück von der Straße weg. Ist ja nicht so. Da kriegst du ein neues Feld wieder. Wir wollen kein Erd. Das bedeutet uns viel. In der Gewerkschaft wird bereits gemunkelt. Und was wird da gemunkelt? Ein guter Kapitän achtet die See, er fürchtet sie. Kein böses Erwachen in Sicht. Die Insel hier sieht nicht so beängstigend aus. Was meinst du? Süßwassermatrosen wissen, dass ihre Flüsse nur die Tentakel des allmächtigen Meeresgottes sind. Hm.
Naja, die Moral ist 100. Das reicht dann. Hey, meine Berater brauche ich bei so einem Schnäppchen nicht zu fragen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Wenn du das vorschlägst, dann vertraue ich dir. Oh, meine Rettung! Ich meine, ein Tropfen auf den heißen Stein. Dasselbe in grün und mit einer Schleife drum. Ah, kein Grund, sich zu schämen. Jeder braucht mal Hilfe. Lustig, wie lebenswert dieser kleine Dummkopf manchmal sein kann. Zauberkunst und Taschenspielerei. Mein Hobby. Das behalten wir schön für uns. Du möchtest wohl ein Fleißsternchen? Eigentlich will ich, dass die Olle mich in Ruhe lässt. Dafür muss die bei Laune gehalten werden. Darf ein Zoo machen? Und so nuckelt das? Ich habe noch nie einen Zoo gemacht. Oh, das sieht groß aus. Ja. So. Achso, kann im Moment ja nur Weltkarte machen. Wie man sieht, die Überfahrt dauert. Wenn ich mal das Schiff finden würde. Hä? Theoretisch müsste hier so ein Schiff schwimmen. Hat noch nicht mal das verlassen. Naja, dann. Boah, ey. Du-pi-du, du-pi-du. Where are you? Tschüss, Schiff.
Natürlich Weltkarte angucken. Bis ans Ende der Welt. Du begibst dich auf ein Abenteuer? Sei nicht überrascht, wenn der alte Willy es dir gleich tut. Hatte ich mir gedacht. Da, jetzt Schiff. Sechs Minuten. Okay. Den kann ich noch sechs Minuten irgendwas anderes machen. Ich mache wieder Plus, bin glücklich. Das war doch ein Fehler. Selbst die Ratten sind fort und haben Unrat und Müll zurückgelassen. Na. Na, das sag ich doch. Danke, ihr Ratten. Wecken Sie mich, wenn's weitergeht. Tu ich gerade. Meine Stiefel sind durch. Ja. Wenn ich ins Lager gucke, wie viel Sand sehe ich dann da, mein Freund? Hörtsinn. Tut mir leid. Sieht beschäftigt aus. Da kommt jemand. Ja. Der dreht euch die Zahl jetzt höher. Der letzte Schliff und tada! Kann ich wirklich 150 machen? Oh, ich kann nur 50. Das wäre lustig jetzt geworden. Und es war das Falsche. Scheiße. Null. Das da will ich 15. Wie geht's? Noch gut. Mein Leben ist eine Tragödie. Mm-hmm.